verdammte Scheiße nochmal, Nathan. Das ist für dich also sprachlos? Ja, ich bin auch sprachlos. Ich bin auch sprachlos, dass ihr dabei seid. Ich bin sprachlos vor Freude, dass ihr eingeschaltet habt. Ganz lieben Dank schon mal vorab dafür. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Uncharted 4. Und ich falle den beiden hier mal so ein bisschen ins Wort. Die beiden, die reden sich wieder um Kopf und Kragen hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Euer Transac hier am Mike. Freut sich auf eine weitere Runde. Heute geht's weiter in dieser wunderschönen Landschaft. Neue Schätze zu finden. Sie haben einen Tagebucheintrag. Libertalia. Toysuni, jo, irgendwie sowas. Okay. Alles klar. Wollen wir mal mit ihm schnacken. Können wir das nicht einfach mal genießen? Ich genieße es, aber wir haben ein Ziel schon vergessen. Vertrau mir, ich kenne das Ziel. Mehr sage ich nicht. Okay. Ist das denn nicht ein schönes Bild? Wow, einfach nur hübsch. Ach Mensch, ich weiß gar nicht, wo ich hier überall langlaufen soll, kann, sollte, um Schätze zu finden. Oh, was haben wir hier? Erstmal eine Runde chillen. Eine üble Aussicht. Hey. Prost. Ja, Prost. Was wollten die hier? Wir sollten weiter. Tja. Mein Krug ist leer. Ja, ich wollte gerade sagen, die Bedienung hier ist echt mies. Ja, vorab auch nochmal ganz herzlichen Dank für eure super Bewertung auf das Projekt. Für eure Daumen und Kommentare. Ganz lieben Dank dafür vorab. Sehr cool, dass ihr immer noch so viel Bock auf Uncharted 4 habt. Pferdeknochen. Euer Appetit ist unstillbar nach 9 Folgen. Aber warum? Keine Ahnung. Vielleicht mussten die Leute fliehen. Oder sie wurden fortgebracht. Na, irgendwas stimmt hier nicht. Was ist hier wohl passiert, hä? Was meinst du? Naja, du weißt schon, nichts wird ewig, stimmt's? Ich mache hier Witze über verfluchte Piratenschätze, aber nach all deinen Geschichten... Tja, die einfachste Erklärung ist meistens die richtige. Meistens. Da ist nix. Kann man hier irgendwas zerschlagen oder was? Nee, da ist auch nichts. Ich will noch einen Schatz finden. Mein Schatz. Wo ist mein Schatz? Er hat den Schatz gestohlen. Nee, hier ist auch nichts. In der Ecke auch nicht. Nee. Schauen wir hier mal weiter. Da kommt der Gar. Oh, oh. Ups. Oh ja, hier haben wir was. Hey Sam, sieh mal. Sieht aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Rise of the Tomb Raider runtergeladen. Jawohl. Ja, ich werde auf jeden Fall irgendwann in nächster Zukunft noch eine schöne oder ein, zwei, drei Runden, je nachdem, wie viel ihr dann davon sehen wollt. Das entscheide ich so ein bisschen, wie auch dann die Klicks auf das Projekt sind. Nochmal ein paar Runden Tomb Raider einschieben. Keine Regeln zu haben. Selbst Piratenschiffe hatten eigene Regeln. Das wird also auch noch irgendwie die nächste Zeit kommen. Hab mir die Demo runtergeladen und will das Spiel einfach nur mal anzocken. Ich denke, Tomb Raider hat es verdient, es mal anzuzocken. Ort, um Gesindel wegzusperren.
Wenn Piraten wohl ins Gefängnis stecken, scheinheilig, oder? Oh, hier sind wir im Knast. Tja, so ist das. Arschlöcher gibt es wohl überall. Na, sowas sagt man aber nicht. Da ist auch nichts. Mensch, ich will hier mal wieder was finden. Hier ist nichts. Ein Korb. Eine Stange. Schöne Musik haben wir auf jeden Fall. Und ein leeres Gefängnis. Ich finde, Knast klingt immer irgendwie nicht so schön. Gefängnis klingt irgendwie besser. So, mein Lieber. Nun gehen wir aus dem Weg. Ja, wir schauen mal weiter. Hier ist ja nichts. Oder Moment, da ist noch was. Umdrehen. Was haben wir da? Ein Schloss? Oder was ist das? Zoom. Mhm. Okay. Können wir auf jeden Fall nicht mitnehmen. Okay, wir machen uns mal weiter auf den Weg, würde ich sagen. Oh, hier, das sieht nach einem... Oh, das sind Foltergeräte hier, wa? Naja, gut, vorm Gefängnis macht das Sinn. Nate, sieh dir das an. Wo bist du denn? Wo bist du? Oh, hier geht's auch noch weiter. Mein Gott, ist das weitläufig hier. Da war doch eben irgendwas. In der Ecke. Da. Ah, ein Schatz. Sehr schön. Wir haben einen Schatz gefunden. Eine Ukulele war da auch eben. Oh, hier gab es was zu essen. Hey, sieh mal, es gab hier Familien. Ja, aber zur Hölle sind alle hin. Ich meine, wurden die alle entführt oder was? Tja, gute Frage. Hier kann man auf jeden Fall raus. Hier ist nichts Spannendes. Da waren wir. Tja, ich sehe hier irgendwie nichts Aufregendes mehr. Ich würde sagen, lass uns mal weiter. Hier noch was. Oh, ein schöner alter Kachelofen. Ja, so hat man früher gekocht. Ich glaube, da sind wir auch schon gewesen. Da geht es nicht weiter. Hier sind wir, glaube ich, ja, hier sind wir wieder im Gefängnis. Ne, hier ist sonst nichts. Aber wir haben wenigstens einen Schatz gefunden. Das ist doch schon mal was. Da kommen wir auch nicht durch, ne? Ne. Wo bist du denn? Da ist er. Also doch hier irgendwie hoch, aber hier kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter, Bro. Durchs Fenster. Ja, bringt aber auch nichts. Da sind wir hier wieder draußen. Ja, du bist ja einer, sagst. Da oben. Aber wie sollen wir darauf kommen? Hier können wir auch nichts beiseite räumen. Ach, darüber wahrscheinlich. Jawohl. Hier entlang, mir nach. Aha. Da kommen wir nicht hoch. Ich denke, wir müssen mal wieder ein wenig klettern hier. Einen Schrank schieben können wir auch nicht. Scheint ein Tunnel durchzugehen. Ja, du bist ja wieder... Ach, da unter. Moment. Da können wir... Nee.
Nee, das geht auch nicht. Ach, da unter. Moment, wir können uns... Lass dich fallen. Da ist doch ein Tunnel. Hey, Sam, komm her. Das kann was sein. Oh, was war das? Links oder rechts? Ich bevorzuge meistens rechts. Sieht aus wie eine Art Versteck. Aber vor wem sollten sie sich verstecken? Vor sich selbst? Vor die Katakomben hier. Oh ja, hier sind Pritschen. Und da hinten geht's weiter. Oder auf jeden Fall ist da ein Rätsel. Irgendwie sowas. Sieh dir das an. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und bam. Da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor? Da ist ein Totenkopf. Hey, wie sieht's hier mit? Oh, was soll guck das mal. Symbol? Ich habe welche gesehen, als ich nach dir gesucht habe. Wer markiert diese Orte? Ist das noch ein Siegel? Ja, vielleicht gab's... Fragen über Fragen. Geheimgesellschaften oder Rebellen? Oh, da geht's hoch. Oh, was für eine Untertunnelung hier. Was für ein abgefahrenes Haus. Da geht's raus. Nee, da kommen wir nicht weiter. Da ist ein Schatz. Da ist ein Schatz. Sauber, noch ein Schatz. Ich bin voll der Schatzjäger geworden hier. So, was haben wir hier? Wow. Wow, wow, wow. Was für eine Monster-Grafik. Und da können wir uns ran schlängeln. Nach unten. So, lass dich ab, Junge. Wie weit kann man hier runter? Ohne dass wir... Ich will ja nicht fallen. Geht er jetzt runter? Das ist die Frage. Wie müssen wir jetzt uns fallen lassen? Scheiße. Wie ist das denn noch mit dem Absenken gewesen? Oh, das war glaube ich nicht richtig. Cheat. Oh oh. Ja. So ein Mistmensch. Dann mal los. Wie war das noch mit dem Absenken? Er hält sich ja nirgendwo fest. Nee, nee. Schiete, wo muss ich mich denn da jetzt festhalten? Verdammte Axt. Muss ich da überhaupt rein? Ja, ich glaube, sonst kommen wir hier gar nicht weiter. Ich wüsste hier jetzt auch keinen anderen Weg. Da kommen wir auch nirgendwo ran. Nee, das scheint richtig zu sein. Okay, dann mal los. Das ist Schießen. Runterschießen? Wie war denn dieses blöde Abseil noch? Wählen da...
Aha. Ah, das hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht. Wo soll ich denn da hin? Das geht ja... Das führt ja... Nee. Nee, das ist nicht richtig. Was ist das hier für ein Rätsel? Verdammte Axt. Da oben raufsteigen macht er auch nicht. Das hat irgendwas mit dieser, mit diesem blöden Ding hier zu tun. Da oben liegt auch was drauf. Hier kommen wir auch nicht weiter. Da geht er nicht ran. Schlichte kleine Kirche. Hier geht das nicht weiter. Gehen wir hier mal lang. Siehst du, es gibt wohl doch noch einen anderen Weg. Irgendwas stimmt da doch nicht. So, zack. Irgendwas war da auf jeden Fall. Ach, hier sind wir wieder bei den Pritschen. So ein Shit. Sieht aus wie eine Art Versteck. Ja. Da, hier geht's auch weiter. Ah, ich glaube, hier gehen wir wieder zurück, ne? Hier nicht, ging das auch links rum. Da geht es nicht weiter. Okay. Vermeidete Axt. Genau, hier sind wir hochgegangen. Geht da nochmal hoch. Was ist das hier für ein Rätsel? Wenn wir da jetzt ziehen irgendwas, geht auch nicht. Wenn wir jetzt ziehen, ich versuch's noch mal. So. Aha, das war... Jetzt weiß ich, wie es ablassen war noch. Alles klar. L1 festhalten und mit dem Stick runterziehen. Ja, aber was soll ich hier jetzt? Wie weit reicht das Kabel, das Band noch hier? Da kann man auch nicht rüber schwingen. Noch weiter runterlassen kann ich mich, glaube ich, nicht. Nee, noch weiter macht er nicht. Nein! Scheiße. Das macht einfach keinen Sinn. Aha. Jetzt kann ich was sehen. Okay. Hä? Wo ist das denn eben gewesen? Alles klar. Jetzt macht das Ganze einen Sinn. Jetzt kann ich mich rüberschwingen. Ich hätte nach links gucken müssen. Jawohl. Oh, wow, da sind irgendwelche Leute. Oh, wir haben den... Oh, oh, oh. Hier ist ja richtig Action. Wir sind angekommen. Unfassbar. Wir haben dieses kleine...
Da sind wir rausgekommen. Sie haben uns noch nicht gesehen. Solo so bleiben. Okay, halt den Kopf unten. Wollte dir gerade dasselbe sagen. Ja, ja. Aber das werden wir diese Folge nicht mehr schaffen, meine Lieben. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer freundliches Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten spannenden Folge wieder. Dann werden wir hier weiter rumwerkeln. Da hinten sehe ich auch schon unseren nächsten Enter-Hakenpunkt. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ihr Lieben, und ciao.